Ja, vielen Dank. Ich darf euch auch ganz herzlich grüßen heute Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der da war, der da ist und der da kommt. Ja. Was für ein Wetter, oder? Herrlich. Normal ist hier zu der Jahreszeit ist immer diesig und ein bisschen nieselig, ja, und so haben wir so ein schönes Wetter. Aber morgen wird es auch wieder normal. Bitte? Ist nicht normal, ne? Aber schön, ja. Schön, heute Morgen haben wir ein Thema, was sich so ein bisschen anschließt an das, was wir uns angeschaut haben aus Sacharja. Nicht durch ein Heer, sondern durch seinen Geist. Ja? Das ist ein Wort aus Sacharja 4, Vers 6. Und den Text möchte ich euch gerne auch lesen. In Vers 6 steht: Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn von Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Ihr erinnert euch, Serubabel war der, der den Tempel gebaut hat, ja, als die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen. Und der ewige Serubabel, der den Tempel baut, das ist unser Herr Jesus Christus. Der hat den wahren dritten Tempel gebaut, ja, die Gemeinde Jesu. Und Serubabel ist dafür im Alten Testament in Sacharja ein Vorbild. Ja. Das ist der ganze Text. Sacharja 4 von Vers 1. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich auf, wie einer vom Schlaf erweckt wird. Als ob wir, wenn wir im Vollbewusstsein unserer Sinne uns wähnen, schlafen, ja? Wir werden wach, wenn Gott uns aufweckt, ja, durch seinen Geist. Und er sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe, und siehe, da stand ein Leuchter, ganz golden, mit einer Schale oben darauf, daran sieben Lampen waren, und je sieben Röhren an einer Lampe, und zwei Ölbäume dabei, einer zur rechten und der Schale und der andere zur linken. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach: Nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn von Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, also nicht durch ein Heer oder durch äußere irdische Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Was soll durch seinen Geist geschehen? Das hier soll zustande kommen. Ja? Das ist ein Bild für die Gemeinde Jesu, wie wir jetzt wissen. Ja? Ölbaum, Leuchter, Ölbaum. Ausgang in Jerusalem. Das Evangelium geht zu den Heiden. Und am Ende Abschluss wieder in Jerusalem. Und hier sind noch so zwei Zweige irgendwie, ja. Aber das ist ein anderes Thema. Wer bist du, du großer Berg, der doch vor Serubabel eine Ebene sein muss? Und er soll aufführen den ersten Stein, dass man rufen wird: Glück zu, heil dir, Segen dir. Ja? Christus fängt an, den ersten Stein aufzuführen, der er selber ist, der Eckstein. Und daraus baut sich dieses heilige Haus, dieser Tempel im Geist auf. Ja? Also eine ganz wunderschöne Vorherschau auf das, was Jesus Christus tun will durch seine Gemeinde. Das, was der Engel sagt hier, ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist und was wir auch bekennen, ja, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Also unser Glaube, den wir glauben, der geschieht nicht durch eigene Anstrengung. Ja? Hier natürlich müsste man im engeren Sinne sagen, die Wiedergeburt der Stadt Jerusalems geschieht nicht durch ein Heer. Nicht durch die Belagerung kommt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus, sondern weil Gott seinen Geist auf die Stadt ausgießt, kommt die zum Glauben. Ja? Das soll nicht durch ein Heer geschehen, dass die Gemeinde Jesu zusammenkommt, oder durch irdische, menschliche Anstrengungen, ja? Sondern durch Gottes Geist geschieht das. Und deswegen können irdisch gesinnte Menschen das auch nicht sehen. Die können diesen Tempel nicht sehen. Die können auch die Gemeinde Jesu nicht sehen. Und sie können sie auch nicht verstehen.
Und deswegen können sie die Gemeinde Jesu auch nicht satt machen durch das Wort Gottes, weil sie nicht wissen, was die Gemeinde Jesu braucht. Die braucht geistliche Speise. Aber die irdisch gesinnten Menschen geben der Gemeinde Jesu irdische Speise. Ja, wie Kain von den Früchten des Feldes, statt Lammesnatur vom Abel. Ja? Das heißt, die gesetzlichen Leute können die Gemeinde Jesu geistlich nicht versorgen. Die bringen immer aus ihrem eigenen. Die bringen das Wort im Buchstaben. Aber die machen das Wort Gottes nicht lebendig durch Gottes Geist. Und deswegen bleiben die Menschen, die Gottes Geist haben und auch suchen, die bleiben hungrig, die werden da nicht satt. Das ist so wie, wenn man eine Parabel sich vorstellt. Ja? Also stellt euch vor, der Bauer, der sitzt abends in seinem Bauernhaus und hat eine große Tafel vor sich und alle sitzen mit ihm zu Tisch. Seine Frau sitzt da und die Kinder sitzen da und er hat sogar Ochs und Esel eingeladen, die sitzen auch mit am Tisch. Eine Parabel, alle sitzen dort und essen. Dann sagt der Esel irgendwann, du Bauer, deine Kinder, die arbeiten hier nichts. Ich muss immer den schweren Wagen in die Stadt ziehen. Aber deine Kinder tun nichts. Und trotzdem sitzen sie hier am Tisch und essen. Und der Ochse sagt, ja, und ich muss immer den schweren Pflug durchs Feld ziehen. Mir tut schon die Schulter weh, ja, und ich habe ein bisschen Arthritis und Rheuma, ja. Und deine Kinder arbeiten hier nichts. Wenn die hier essen wollen, müssen die auch was arbeiten. Das geht nicht einfach so. In Klammern, Hängematten-Christentum, ja. Die müssen auch was tun. Und die können auch mal ein bisschen Gras fressen und Heu, wie wir sonst auch. Ja? Und die Kinder sitzen am Tisch und sagen, das können wir nicht. Wenn wir den Pflug ziehen würden, also wir wären nach ein paar Metern, wären wir schon kaputt. Ja? Wir können den schweren Wagen nicht in die Stadt ziehen, da sind wir nicht in der Lage zu. Ja? Und wir können auch kein Heu fressen wie ihr. Das verträgt unser Magen nicht. Und der Bauer sagt, macht euch mal keine Sorgen. Ja? Ochs und Esel sind hier, um den Wagen zu ziehen und um das Fell zu pflügen. Und ihr bekommt von mir Marmelade, Brot und Milch, so wie das für euch gut ist. Und wenn ihr groß seid, dann werdet ihr den Hof erben, mit Ochs und mit Esel. Das sind die Gnadenkinder, die sitzen am Tisch. Die sind einfach da, weil sie Kinder sind. Die gehören zum Bauern, ja? Und denen gehört auch der Hof. Ochs und Esel, das ist eine ganz andere Kategorie. Und manchmal meine ich, die Gemeinde Jesu besteht zum Teil aus diesen und zum Teil aus solchen. Und es gibt immer irgendwo Ärger, ja? Weil die einen sagen, wir müssen auch was arbeiten, wir müssen was tun. Ja, wir müssen für was nützlich sein. Wir müssen uns zeigen, dass wir rechte Christen sind. Wir müssen das uns zeigen, wir müssen das Gott zeigen. Und wir müssen das auch dem da und dem da zeigen, dass ich was tue. Ja? Durch Heer oder Kraft wird das aber nicht geschehen. Das geschieht durch Gottes Geist. Das ist etwas anderes. Das macht Gott. Und Gott schafft in uns etwas Neues, etwas, was uns, naja, wie soll man sagen, so ein bisschen einfach auch Sehnsucht macht nach Gott. Ja? Heimweh nach Gott. Das ist ein ganz anderes, eine andere Art zu glauben. Wenn ihr zum Beispiel seht, der David, ja, und der Saul, wie die vorgestellt werden in der Bibel. Der David wird gezeigt, der lagert sich mit den Schafen und der dichtet Psalmen und die Schafe lagern sich friedlich um den. Das ist ein Bild des Friedens. Und trotzdem ist der David stark genug, wenn der Bär kommt und der Löwe, gegen die zu kämpfen und die Schafe zu verteidigen. Ja? Das ist ein Bild des Friedens und der Kraft. Die Schafe sind gerne bei dem David, da gibt es keinen Druck. Ja? Die hören gerne, wie der auf der Harfe die Psalmen schreibt, dann ist er am Psalm 23 und sagt, wenn er die Schafe sieht, dann sagt er, ja, ich bin euer Hirte, aber der Herr ist mein Hirte. Ja? Und dann fängt er an und dichtet diesen Psalm. Saul wird ganz anders gezeigt. Als Saul auftritt in der Bibel, läuft er den Eseln seines Vaters hinterher. Der sucht keine Schafe, der sucht Esel. Und der versucht, aus den Eseln eine Herde zu machen. Ich hätte jetzt fast gesagt, eine Gemeinde. Ich bin ein bisschen zynisch heute Morgen. Ihr nehmt mir das nicht übel, ja? Ihr wisst aber, wo ich hin will, ja? Der Saul ist ausgebrannt.
unwillig, müde, desorientiert und hat keinen Proviant mehr. Ja? Der sagt, ich wünschte mir, dass mein Vater sich um uns kümmern würde, nicht um die blöden Esel. Ich suche sie halt, ja? Aber ich habe sie bis heute auch noch nicht gefunden. Er hat kein Essen mehr, er hat kein Geld, er weiß nicht, wo Samuel wohnt. Und wenn er keinen Knecht dabei gehabt hätte, der sagt, ich weiß, wo der Samuel ist, da gehen wir mal zu ihm und fragen ihn. Und ich habe auch noch ein bisschen Geld dabei, dass wir ihm was geben können dafür. Dann wäre der Saul hoffnungslos irgendwo im Burnout geendet. Ein Bild der Hektik, der Anstrengung, der Mühe, des Unwillens, irgendwie diese verstreute Eselsherde wieder zusammenzubringen und zu einer Herde zu machen. Merkt ihr den Unterschied im Vergleich zum David? Ja? Das sind zwei Königreiche, zwei Könige, das sind zwei Arten zu glauben. Das zeigt uns die Bibel hier. Ja? Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen der Gemeinde Jesu und einer kirchlichen Organisation, oder wie, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ich weiß nicht, was das andere ist. Das, was ich meine, ist die Gemeinde Jesu. Und das geschieht nicht durch Kraft, durch menschliche Anstrengung, ja, wie beim Saul, sondern das geschieht durch Gottes Geist. Ja? Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und dieses Heimweh nach dem ewigen David, das kennzeichnet die Gemeinde Jesu. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jerusalem wird also, wenn wir in diesem alttestamentlichen Bild bleiben, nicht durch äußere menschliche Anstrengungen oder durch ein belagerndes Heer zum Glauben kommen, sondern Jerusalem kommt zum Glauben, weil Gott in dieser Situation Gottes Geist auf die Stadt ausgießt. Ja? Das heißt, wir schauen hier also tiefer rein und der Engel zeigt dem Sachaja in diesem Nachtgesicht die Gemeinde Gottes. Und er ist ganz erstaunt, ja, dass der Sachaja nicht weiß, was das ist, ja, weil der Engel sagt, das ist eigentlich Gottes Augapfel hier. Das ist ein großes Geheimnis im Neuen Testament. Und Sachaja, du bist doch ein Prophet, du müsstest eigentlich wissen, was das ist. Weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er sagt, das hier, das kommt durch Gottes Geist zustande. Das ist die Gemeinde Jesu. Und am Ende der Zeit, ja, wird Jerusalem belagert und kommt während der Belagerung zur Wiedergeburt durch Gottes Geist. Und es ist fast so, als ob der Engel uns aufruft und sagt, schaut tiefer, schaut dahinter, urteilt nicht, was vor Augen ist, sondern urteilt ein gerechtes Urteil. Und dazu brauchen wir geübte Sinne, sagt der Hebräerbrief, um zu unterscheiden Gutes und Böses. Naja gut, also Gutes ist weiß und Böses ist schwarz. Nicht so schwer, oder? Aber es gibt so viele Grautöne. Es gibt auch Dinge, die scheinen vorne weiß zu sein. Wenn man sie rumdreht, sind sie tief schwarz. Ja? Selbst der Engel, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Manchmal muss man Übung haben, um Dinge zu unterscheiden. Übung heißt aber, dass man das oft wiederholt hat. Ja? Übung heißt ja beständiges Trainieren. Das heißt, dass man auch mal scheitert, dass man vielleicht mal ein falsches Urteil getroffen hat, dass man wieder neu anfängt und so seine Sinne übt, um geübte Sinne zu haben, um die Grautöne zu unterscheiden und vielleicht zu sehen, was schwarz und weiß ist, was gut und böse ist. Da braucht man geübte Sinne für. Ja? Butter und Honig wird der Knabe essen, bis er weiß, Gutes und Böses zu unterscheiden. Ja? Das war Jesaja 7 und das ist bei uns ja auch der Fall. Das heißt, der Engel ruft uns eigentlich dazu auf und sagt, nicht durch die äußeren Dinge geschieht das, sondern das geschieht durch Gottes Geist. Gottes Geist macht das in Jerusalem, während der Heidengemeinde und auch hier am Ende wieder in der Erfüllung. Und bei jedem Einzelnen von uns auch macht das Gottes Geist. Und das sagt auch die Schrift an mehreren Stellen und die schauen wir uns gleich auch mal an. Eine Stelle steht in 1. Korinther 2, Vers 3, da sagt der Paulus, ich war bei euch mit Furcht und mit großem Zittern. Also der Paulus war wohl kein guter Redner, der war wohl sehr aufgeregt in Korinth. Ja, ist mir manchmal ein bisschen Trost. Mose war auch kein guter Redner, der musste den Aaron schicken. Ja? Also Mose und Paulus waren keine guten Redner. Was für ein Trost für Leute, die vorne stehen müssen. Ja? Und der Paulus sagt, ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht
und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, ja, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft. Warum denn? Auf dass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Der schreibt es im Neuen Testament. Natürlich, er zitiert jetzt nicht direkt Sacharja, aber das atmet das. Ja, das ist in diesem Wort, das haucht das Wort. Und er sagt, ich war deswegen in Schwachheit bei euch, damit euer Glaube nicht auf meiner menschlichen Intelligenz beruht, sondern Gott hat in euch das gewirkt, ja, durch seine Gnade und durch seinen Geist. Also das ist das, was Paulus im Neuen Testament schreibt und das ist auch eigentlich das, was der Engel hier dem Sacharja sagt. Warum? Weil es beides die Gemeinde Jesu angeht. Ja? Merkt ihr das wieder? Das ist ein Guss. Ja? Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, dass sich nicht jemand rühme. Ja? Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das kommt von Gott. Dass Josef sein Leben so gelebt hat, dass das dem Leben Christi so stark ähnelt, das hat Josef nicht selber gemacht. Der ist da so durchgeführt worden. Ja? Und als das Leben vom Josef abgeschlossen war, da hat man im Rückblick dann gesehen, das ist fast wie bei Jesus, verraten von den Brüdern, ins Gefängnis geworfen worden, aus dem Gefängnis wieder auferstanden und zweiter Mann in Ägypten geworden. Christus, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja? Das Leben Josef ist ein Bild auf Christus. Das hat Josef aber nicht selber gemacht. Und euer aller Leben und auch mein Leben, unser Leben, führt Gott so, dass in jedem von euch ein bisschen Jesus Christus auftaucht. Hier und dort, an diesem Tag, an jenem Tag. Manchmal werdet ihr verworfen von den Brüdern, manchmal steckt man euch ins Gefängnis, ja, manchmal ersteht ihr wieder auf. Ja? Und wenn unser Leben abgeschlossen ist, dann kriegen wir einen Autounfall oder Krebs. Vorher sterben wir nicht. Ja? Wir sterben nicht am Krebs. Bruder hat mal zu mir gesagt, guter Freund von mir, wir sterben nicht am Krebs, wir sterben an der Sünde. Habe ich lange drüber nachgedacht, ja. Aber wenn wir vollendet sind, wenn das, was Gott uns als Maß des Glaubens zugeteilt hat, dann kommt irgendetwas, was uns das Leben nimmt und das ewige Leben gibt. Ja? Wir verlieren ja kein Leben mehr, wir haben das ewige Leben. Ewiges Leben ist übrigens nicht nur unendlich in die Zukunft. Ewiges Leben muss ja auch unendlich aus der Vergangenheit sein. Ewig ist ja in beide Seiten ewig. Ja? Also müssen wir irgendwie schon vor Grundlegung der Welt erwählt sein in Christus. Das ist der Epheserbrief, ja? Merkt ihr, das weitet plötzlich den Blick, das wird weit, wie so ein Sonntagmorgen mit Sonnenschein, ja? Das wird weit plötzlich, Gott öffnet die Augen für uns und wir sehen die ganze Breite und Weite und die Schönheit des Glaubens und des Evangeliums, ja? Das ist was ganz, ganz Herrliches, was Gott da tut, ja? Ja? Für mich stellt sich die Frage nicht. Manchmal denke ich das auch und sage, was wäre denn jetzt, wenn, ja? Aber das existiert in der Bibel nicht. Ja, es ist so gekommen und es ist so gewesen. Ja. Wenn Josef, Josef war ein Bild auf Christus, wenn Jesus war wirklich versuchbar. Die Schlange sucht ihren Weg auf den Felsen, Sprüche 30. Die Schlange sucht ihren Weg, die kriecht über den Felsen. Was für ein Bild, oder? Das ist mit Christus auch passiert. Ja, und deswegen sagt er auch, es ist vollbracht. Alles hing an ihm, ja, alles. Ihr und ich und die Welt und der Kosmos und das All und die Schöpfung und die Engel und die Himmel und aller Himmel hing alles an ihm. Ja? Und wenn er gefallen wäre, wenn er eine Sünde getan hätte, dann wäre alles verloren gewesen. Ja? Jesus ist ja gestorben und begraben worden. Wenn er eine Sünde getan hätte, hätte er dann wieder auferstehen können? Nein. Wenn er aber auferstanden ist, dann hat er keine Sünde getan, oder?
Wenn er keine Sünde getan hat und trotzdem gestorben ist, dann hat er ja mehr geleistet für sein eigenes Heil, als notwendig gewesen wäre. Denn er ist ja ohne Sünde, hat ja ohne Sünde gelebt und hätte ohne zu sterben auch in den Himmel auffahren können, oder? Ja? Wenn er aber ohne Sünde gelebt hat und eigentlich jederzeit in den Himmel hätte auffahren können mit seinem irdischen Leib und trotzdem die Strafe des Todes getragen hat, hat er ja mehr getan, als für sein eigenes Heil notwendig war. Und das ist der Platz, wo wir stehen. Ja? So funktioniert Erlösung. Er hat mehr getan und dieses Mehr ist für uns. Ja? Er hat den Tod für uns erlitten und deswegen brauchen wir nicht mehr den ewigen Tod erleiden. Ja? Das ist das, was er getan hat. Und dass Gott Jesus auferweckt hat von den Toten, denn die Bibel spricht ja von einer Auferstehung, das ist die ewige Kraft, die göttliche Kraft Christi, in der er aus eigener göttlicher Kraft aufersteht. Und andererseits spricht die Bibel von der Auferweckung, das ist, wenn Gott seinen Sohn aus den Toten herausreißt, wenn er ihn auferweckt. Das sind die beiden Sichtweisen, die die Bibel hat. Die Tatsache, dass Gott Jesus leiblich auferweckt hat, ist das Bekenntnis Gottes dazu, dass Jesus ohne Sünde war. Ja? Denn wenn Jesus nur eine Sünde getan hätte, dann hätte der Vater ihn nicht auferwecken dürfen, denn dann hätte er gerechtfertigterweise den Tod erlitten. Dass Jesus aber auferstanden ist, dass Jesus auferweckt wurde, zeigt, dass Gott sein Amen dazu gibt, dass Jesus ohne Sünde war. Dein Heiliger wird nicht die Verwesung sehen. Ja? Wenn Gott aber sagt, Jesus war ohne Sünde und hat trotzdem den Tod erlitten, dann ist alles gut geworden für uns. Und deswegen sagt der Paulus, warum zweifeln denn so viele von euch die Auferstehung an? Die leibliche Auferstehung Jesu. Die moderne Theologie sagt, ja, wenn wir von Jesus reden, dann ersteht Jesus so spirituell in unserem Denken auf. Das moderne bibelkritische Theologie. Nein, nein, sagt Paulus, leibliche Auferstehung. Nägelmale. Deswegen hat Jesus seinen Leib gezeigt, als leiblich auferstanden. Ja? Und das zeigt, dass er ohne Sünde war. Also hat Gott dieses Opfer anerkannt. Also ist die Verkündigung der leiblichen Auferstehung Jesu so zentral. Ja? Weil sonst, wenn Jesus, dann, weil das sagt, er war ohne Sünde. Und er hat mehr getan. Deswegen gibt es Erlösung für die Welt. Ja? Also das ist eine wichtige Frage. Ich frage nicht so sehr, was wäre, wenn, weil die Bibel da nicht drauf antwortet. Ja, die sagt nur, was war. Aber ich denke auch gerne in alle Richtungen, ja, muss ich sagen. Ja. Die Bibel hält das auch aus. Ja. Ja. Also Paulus schreibt auch von diesen Stellen und sagt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, das nicht aus euch. Ja, wir sind Gezogene. Ich habe das die Tage schon mal gesagt. Ich bete auch immer wieder zu Gott und sage, Herr Jesus, das hast du angefangen, den Glauben in mir. Musst du auch zu Ende bringen. Habe ich gar keine Verantwortung für. Ja? Ist bei euch auch so, habt ihr keine Verantwortung für. Wir sind Gezogene. Ja? Wir ziehen nicht, wir können gar nicht ziehen. Ja? Kriegen wir Arthritis von oder ich weiß nicht, was man da so kriegt, kenne mich doch nicht so aus. Ja? Ja? Der Wagen ist zu schwer für uns. Die Nahrung können wir gar nicht essen. Ja? Diese Gesetzesspreu, die ist nicht mehr für uns. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Ja? Und dann steht in Sacharja 6, Vers 12, das ist ein ganz schöner Vers, auch spricht zu ihm, so spricht der Herr Zebaoth, siehe, es ist ein Mann, der heißt Zemach. Zemach ist der Spross, der Zweig. Ja? Denn unter ihm wird es wachsen und er wird bauen den Tempel. Den Tempel. Ja? Christus, das ist der grüne Zweig und er baut diesen Tempel. Er wird seine Gemeinde bauen. Ja? Gemeindebau, ja, gibt es auch heute. Ja? Erinnert mich aber manchmal an den Saul da mit seiner Eselsherde. Alles hat seine Berechtigung, keine Frage. Das Problem ist nur, wenn das anfängt zu kippen, ja, und wenn das von einer Glaubensgemeinschaft in so eine Organisationsstruktur wird, das ist immer eine schwierige Sache. Ich habe eben im Flur gelesen, als dieses Haus hier eingeweiht worden ist, hat der Bürgermeister, also kein Pastor, der Bürgermeister vom Ort gesagt, er wünscht sich, dass dieses Haus nicht eine Stätte des Studierens ist, sondern ein Haus des Glaubens. Der Bürgermeister hat es noch gesagt. Also Respekt, ja? Das ist ja fast schon eine Predigt, ne? Schön, ja? Also da wird jemand kommen, Zemach ist sein Name, und unter ihm wird es wachsen und er wird bauen den Tempel. Das ist das, was die Rabbiner sagen, die sagen, wir brauchen keinen dritten Tempel zu bauen. Wenn der Messias kommt, er wird den Tempel bauen. Das steht ja hier in dem Vers, ja? Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen, dieser Zemach, Christus. Und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. König.
und wird auch Priester sein auf seinem Thron. Erinnert euch das an was? Priesterkönigtum, Melchisedek, das kommt hier wieder. Ja? Er wird sitzen und herrschen auf seinem Thron und er wird auch Priester sein auf seinem Thron und es wird Friede sein zwischen den beiden. Es wird Shalom sein zwischen dem Melech Zadok, zwischen dem Königtum und dem Priestertum wird Friede sein in dem Zemach. Das ist Melchisedek, das ist Christus. Er ist König und Priester. Priester, hoher Priester für seine Gemeinde, König für die Welt. Ein Priester nach der Ordnung Melchisedek, ein Königpriestertum. Das kommt. Das schreibt Zacharja hier in Zacharja 6, ja, ab Vers 12. Jetzt sagt der Engel aber, mein Herr, was ist das, was ich da sehe? Was ist das denn überhaupt? Naja, dann gibt der Engel so eine etwas verklausulierte Antwort. Und wir sagen, das ist ja, das ist die Gemeinde Jesu. Aber was ist das denn überhaupt, wiedergeboren sein? Was ist das überhaupt im Kern? Manchmal muss man der Sache ja so ein bisschen sich auch nähern und ein bisschen das so hin und her drehen, ja? Wenn jemand von neuem geboren ist, dann hat er eine neue Natur. Ja, und auch noch eine alte. Ja, die kämpfen immer so ein bisschen gegeneinander, ja? Aber es gibt den alten Menschen und es gibt den neuen Menschen. Es gibt einen irdischen Menschen und einen himmlischen Menschen, einen fleischlichen Menschen, einen geistlichen Menschen, einen inneren und einen äußeren, den Menschen in Adam, den Menschen in Christus. Die Bibel beschreibt das ganz vielfältig. Und sie sagt, das sind zwei Naturen und die sind wieder einander und die kämpfen gegeneinander, ja, weil der neue Mensch, der will wie Christus und der alte Mensch, der will wie ich, ja. Und die sind wieder einander und streiten und diese Auseinandersetzung, die bleibt auch. Aber diese Beschreibung dieses Widerstreits zwischen dem alten und dem neuen Menschen findet ihr nicht im Alten Testament. Ja, warum nicht? Weil es im Alten Testament noch keine Wiedergeburt gab. Im Alten Testament gab es den Gottesmenschen, ja, der glaubte an Gott. Oder entweder war er Israelit und Jude oder er war Proselyt. Aber im Neuen Testament, seit Pfingsten, gibt es halt diese beiden Naturen. Und diese zwei Naturen, die werden nur im Neuen Testament beschrieben. Ja, manche sagen, bei David gibt es dies und jenes an Andeutungen. Ja, ja, natürlich, sage ich, aber David war doch auch nicht der Durchschnitts-Israelit. David war doch ein König. David war eine besondere Figur, der prophetisch durch Gottes Geist geredet hat. Ja, auch wie Abraham. Aber in der Breite der Masse gab es das nicht. Und die Schrift im Alten Testament kennt diese beiden Naturen nicht. Ja? Im Neuen Testament taucht es erst auf, bei Paulus. Und dann unterscheidet die Bibel zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Der alte Mensch, der noch seinen täglichen Wandel hat, und der neue Mensch, der seine Stellung in Christus hat. Und heute, wenn ihr heute Predigten hört, dann beschäftigen die sich sehr oft mit dem Wandel des alten Menschen. Wie lebe ich mein Leben? Wie finde ich einen richtigen Ehepartner? Wie mache ich meinen Beruf? Wie ernähre ich mich möglichst verdauungsfreundlich? Entschuldigung, ja? Erdisch. Ja? Das geht den Wandel an. Man predigt, wie man sich verhalten soll in der Gemeinde oder ja, irdische, horizontale Zusammenhänge. Aber das Evangelium Gottes, das will eigentlich nicht die horizontalen Zusammenhänge im Leben, sondern das will die vertikalen zeigen. Ja, das heißt, die Predigt heute predigt so, wie die Menschen empfinden, weil das die Menschen anspricht und dann kommen die auch am nächsten Sonntag wieder. Ja? Aber die Bibel macht etwas anderes. Die ruft dem Geistesmenschen, der die beiden Naturen kennt und den Kampf in sich kennt, dem ruft die Bibel in der Predigt Gottes Wort zu und zeigt ihm seine Stellung in Christus. Gerecht in Christus. 100%, nicht 102%, aber auch nicht 98. 100, vollkommen in Christus. Geliebt, gerecht gemacht, erwählt, zurechtgebracht und irgendwann ihn sehend, wie er ist. Und diese Stellung, diese Rechtfertigung in Christus, die empfinden wir nicht in uns. Wir empfinden uns wetterwendig. Mal geht's mir gut, mal geht's mir schlecht. Mal bin ich erkältet, mal bin ich gesund. Mal habe ich Muskelkater, ja, auch im Glauben vielleicht. Ja. Manchmal geht alles gut und gut von der Hand. Dann gibt es Tage, wo überhaupt nichts funktioniert. Da wäre man besser im Bett geblieben. Ja. Wir erleben uns wetterwendig. Und auf dieses Wetterwendige versuchen die Prediger heute irgendwie einzugehen und da Lösungen zu bieten. Und in dieses ganze Durcheinander, was wir im Kopf da haben und im Herzen oft haben, ruft Gott uns sein Wort hinein
von der Rechtfertigung in Christus, die wir nicht empfinden, sondern die uns Gottes Wort als Wahrheit zuruft. Ja? Und dann werden wir so, das ist wie so geistliche Chiropraxis, dann werden wir so ein bisschen enthättert im Kopf. Wir waren vor vielen Jahren in der Türkei, im Urlaub, ist ganz, ganz lange her, und wir waren da in so einer türkischen Pension, und der Inhaber von der Pension, der hatte Schafe, so 5, 6 Schafe, und die hat er, war so eine große Ebene, war ein Patara, da war der Paulus mal im Hafen irgendwo, haben wir später erst festgestellt, Südtürkei, und da war so eine Ebene, und da hat er seine Schafe weiden lassen, und die hat er an einen Baum angebunden. Und nach 10 Minuten sind die so lange umeinander gelaufen, bis die alle, ja, bäh, ja, ja, also ist er dann nach 10 Minuten dahin und hat das arme Viehzeug wieder auseinandergehettert, ja, und hat ihn wieder laufen lassen. Es hat kaum 10 Minuten gedauert, geht's wieder los, ja. Das war so ein Bild für mich. So geht es oft bei uns im Kopf. Wir verheddern uns um uns rum. Wenn wir in uns reinschauen, da ist nichts. Wir werden da nichts finden. Und deswegen sagt die Bibel immer, schaut auf Jesus. Da ist alles gut bei ihm. Ja, und er hat das alles aufgelöst. Dieses Alte wird irgendwann weg sein. Das wird abgetan werden und das Neue wird kommen. Und er fängt jetzt schon an. Und ein Zeichen dafür ist, dass er überhaupt das als Verhedderung wahrnimmt, weil der Gesetzesmensch empfindet das nicht. Ja? Der Kampf zwischen dem Neuen und dem Alten Mensch ist ja überhaupt ein Zeichen dafür, dass wir gläubig sind. Ja? Das, was Neues in uns angefangen hat, was dem Alten widerstreitet. Das ist ja das, was das Zeugnis des Geistes ist an unseren Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja? Und in dieses Dilemma, da ruft Gottes Geist hinein und sagt, ihr seid erwählt, ihr seid gerecht gemacht, ihr seid geliebt. Gott weiß doch, wer wir sind. Ja? Damit können wir unser Herz vor ihm zur Ruhe bringen. Womit? Dass Gott alle Dinge weiß. Ja? Gott weiß alles. Da hat mal jemand gesagt, dass Gott alle Dinge weiß, ist für die Welt ein großes Ärgernis und für die Christen ein großer Segen. Ja, dieselbe Wissen wirkt für die einen ärgerlich. Gott weiß alles von mir und gibt nichts, wo ich mich verbergen kann. Ja, aber für uns, wir dürfen sagen, Herr, hier bin ich, es ist nichts in mir. Ja, ich habe es ja versucht, ich habe ja wollen, aber es, durch Kraft und Anstrengung geht es nicht. Na, dann zieh du mich doch. Du hast es doch angefangen bei mir. Bring du es auch zu Ende. Das gute Werk, sagt Paulus an Timotheus, das der Herr angefangen hat in dir, das möge er auch zu Ende bringen, ja, zum guten Ende bringen. Das ist unsere Freude. Und dass man einfach mal sagen darf, wie sagt der Herr Luther, wir sind Bettler, das ist wahr. Manchmal sagt er sei ein alter Madensack, ja. Sonst ist nichts in ihm, ja. Der große Reformator, ja. Also der losgelassen und einfach sich bei dem David lagern, der die Psalmen singt, ja. Nicht wie ein Esel irgendwo vorm Saul weglaufen. Ja? Das ist eigentlich der Wicht. Das heißt also, wir sind in Christus zu einem neuen Wesen gekommen, zu einer neuen Natur, die einen alten und einen neuen Menschen hat. Und die Bibel brauchen wir deswegen in der Predigt oder auch im Lesen, weil wir dort die Wahrheit über uns lesen. Die Wahrheit über unsere neue Natur, die wir nicht empfinden in uns. Ja, die können wir nicht erspüren, nicht erfühlen. Die kommt von außen zu uns, in Gottes Wort, durch seinen Geist. Und daran freuen wir uns. Das ist unser Trost. Das ist der Fels, auf dem wir stehen. Ja? Das heißt also, wir glauben nicht mal aus eigener Kraft. Und das sagt Paulus auch mal im Epheserbrief, Epheser 1, Vers 19, dass die Epheser erkennen mögen, welche das sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke. Ja? Der sagt, versteht, dass ihr glaubt nicht aus eigener Anstrengung, sondern wir glauben aus Gottes mächtiger Stärke, die Gott schon mal wirksam hat werden lassen, als er Jesus auferweckt hat. Der Paulus schreibt den Ephesern, ihr glaubt mit derselben Gotteskraft, die Jesus von den Toten auferstehen hat lassen. Ja? Die Dynamis, die Jesus aus dem Grab herausgerissen hat und aufgerissen hat in über aller Himmel, das ist die Kraft, mit der ihr glaubt. Er kennt das, versteht das. Ja? Ich lese den Vers nochmal, weil er so verschachtelt ist. Ja?
Epheser 1, 19, wer sich notieren will, erkennt, welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Ja? Plötzlich klingt der Vers und wir verstehen, oi, wenn es das ist, ja, dann, Herr, dann mach das wahr in meinem Leben. Dann lasse ich da die Finger von, weil es gibt nichts. Ja? Wenn man an sich selber rumbastelt, dann... Ich hatte eine Kommilitonin, die hat gesagt, sie ist früher in die Schule gegangen, so erstes, zweites Schuljahr, und hat sich eine Strumpfhose auf den Kopf gezogen, weil sie das Gefühl hat, sie hat lange Haare. Das passiert, wenn man selber an sich rumbastelt im Glauben. Dann sieht man ziemlich albern aus. Ja? Oder wenn man sich schöner malen will, wie man ist. Es gibt ja auch schöne Schminke. Also, du bist ja Fachmann, ich darf ja da gar nicht sagen. Es gibt auch schöne, dezente Schminke, gar keine Frage. Ja? Aber wenn man es zu dick aufmalt, das sieht komisch aus. Ja? Und wenn der Glaubensmensch sich selber versucht, so ein bisschen aufzupolieren, das schmeckt man. Ja? Und wenn Jesus das macht, das ist authentisch, das ist echt. Ja? Und so sind wir in einer guten Schule, wo der Herr uns da zurechtbringt und Neues aus uns macht. Und wir werden nicht mehr Typen sein, sondern wir werden Charaktere werden. Und jeder darf so sein, wie sein Charakter ist. Ja? Das ist was Schönes. Ja, aber wie kann ich denn jetzt wissen, dass ich wiedergeboren bin? Hat mich jemand gefragt die Tage, ja? Habe ich mir schon mal aufgeschrieben? Habe ich mir vorher schon aufgeschrieben, muss ich sagen. Ja? Weil ich das eine wichtige Frage finde. Wie kann ich das denn wissen? Wie kann ich denn wissen, dass ich dabei bin? Ja? Wenn Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist, wie kann ich denn wissen, dass das in mir auch so geworden ist? Und ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist noch nicht der Kern der Sache, aber ich habe das mal so als Hilfsmittel aufgeschrieben. Hunger, Heimweh, Heiligung. Ja? Hunger, Heimweh, Heiligung. Hunger nach Gottes Wort, Heimweh nach der himmlischen Welt. Und Heiligung von Dingen, die nichts taugen. Die drei H. Wenn ihr schon in euch reinschauen wollt, dann guckt mal da irgendwie nach. Ja? Und ansonsten hinken und humpeln wir Richtung Himmelreich. Ja? Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Und manchmal, wenn Gott will, dann stehen wir gerade hin und dann gehen wir auch gegen den Goliath. Das machen wir auch. Ja? Und wir gehen nochmal gegen den Löwen und den Bären. Wenn Gott das will, machen wir das auch. Und wir suchen uns nicht nur einen, wir suchen uns fünf Steine. Und wir haben eine gute Schleuder, wenn wir geübt sind in den Dingen. Ja? Da haben wir kein Problem mit. Ja? Und dann gibt es wieder Zeiten, wo wir ganz friedlich sind. Und das zu unterscheiden, wann was richtig, das ist schwierig. Ja? Aber wir sind Gottesmenschen geworden. Ja? Und wir sind angekommen. Und haben diese Schulung Gottes, die uns vorwärts führt und uns ein neues Wesen gibt. Ja? Und wenn das vollendet ist, da gehen wir heim. Ja? Gehen wir nach Hause. Also, wenn ich das erspüren will, ob ich wiedergeboren bin, also in allererster Linie, glaube ich, ist der Hunger nach Gottes Wort, das ist etwas, was ich sehr weit oben ansiedeln würde, weil wir ja aus dem Wort Gottes gezeugt sind. Wenn wir aus dem Wort Gottes gezeugt sind, dann haben wir auch eine ungebrochene Stellung zu diesem Gotteswort. Und dann suchen wir das immer wieder auf. Manche haben eine gute Möglichkeit, Gottes Wort zu lesen. Ja, manche sagen, ich nehme gerne eine Hörbibel. Das muss jeder machen, wie er will. Die Frage ist ja nicht, wie ich es aufnehme, sondern ob ich Hunger habe danach. Ja, das ist so die Frage, die sich da stellt. Hunger, Heimweh, Heiligung. Gesetz des Geistes habe ich mir noch aufgeschrieben, weil das wird ja durch Gottes Geist geschehen. Ja? Und wir haben gestern schon gesagt, das Gesetz des Mose, das hat aufgehört. Das ist abgelöst worden vom Gesetz des Geistes. Weil in Hebräer 7, Vers 12 steht, wo das Priestertum sich geändert hat, da muss sich auch das Gesetz ändern. Das heißt, das Gesetz hat sich geändert vom Gesetz des Mose in das Gesetz Christi. Naja, ist ja auch klar, weil das mosaische Gesetz ist vorbei und Christus ist Priester. Es ist sein Gesetz und sein Wort. Er selber ist das Gesetz. Also hat sich das Gesetz des Mose geändert in das Gesetz des Geistes. Und Paulus schreibt, Römer 8, Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz der Sünde und des Todes betrifft nur den alten Menschen, aber nicht den neuen.
Warum? Weil der neue Mensch in Christus ist und Christus das Gesetz schon erfüllt hat für ihn. Christus war ja unter das Gesetz getan, oder? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Er war ja unter dem mosaischen Gesetz und er hat das Gesetz ganz gehalten. Und wenn wir in Christus sind, hat Gott das Gesetz schon gehalten für uns und wir leben in einem neuen Gesetz. Ja? Und wir sollen nicht mehr das alte Gesetz vom Sinai erfüllen, sondern wir sollen Christus darstellen, habe ich gestern schon mal kurz gesagt. Das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu, Christus darzustellen, vielleicht in aller Schwachheit, aber nur, dass man es mal hört, Christus ähnlicher werden. Ja? Das ist das, was die Bibel uns im Neuen Testament zuruft. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christo Jesu sind, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist aber frech, Herr Paulus. Du kannst doch um Himmels Willen nicht das Gesetz vom Sinai als ein Gesetz der Sünde und des Todes beschreiben. Die Gesetzeslehrer machen euch das Gesetz lieb. Am Anfang spürt man gar nicht, wie man unter das Gesetz gezwungen wird. Wenn ihr die Rabbiner hört, die machen das Gesetz lieb und wie klug und die Schönheit des Wortes Gottes wird erzählt von. Die Lieblichkeit, die guten Gebote, die Gott will, dass wir gut leben. Und am Anfang ist man gutmütig und geht dann auch darauf ein. Aber das Gesetz tötet. Denn das Gesetz zeigt, wer wir sind und dass wir den Tod verdient haben. Aber unverdienterweise gerettet werden durch Christus. Zeigt dasselbe Gesetz. Ja? Das heißt, Paulus schreibt den Galatern auch, weil die sich auch wieder unter dieses Gesetz haben ziehen lassen, der sagt, lasst euch nicht wieder unter das knechtische Joch fangen, sondern besteht in der Freiheit Christi. Aber missbraucht diese Freiheit nicht als Deckmantel für die Bosheit. Ja? Wenn wir im Gesetz Christi leben, erfüllen wir auch die moralischen Anteile des Gesetzes, ja. Aber nicht nur äußerlich, sondern von ihrem inneren Sinn nach. Und da muss man mal fragen, was ist denn das Gesetz im Innersten? Was ist das denn? Ja, wenn Paulus vom Gesetz spricht, wenn wir das Alte Testament, wenn wir das Gesetz vom Sinai lesen, was ist das eigentlich? Das Gesetz ist Gottes Willen in Buchstaben aufgeschrieben. Ja, das ist das Gesetz. Das Gesetz ist Gottes Willen, Gottes Wesen im Buchstaben gefasst. Was ist denn Gottes Wesen? Liebe. Dann kann auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung sein, oder? Dann sind wir da, wo der Paulus ist. Ja? Jetzt verstehen wir, wenn wir das Gesetz halten sollen, dann würden wir das Gesetz halten, wenn wir einander lieben. Wenn wir Gott lieben und wenn wir unsere Nächsten lieben, dann halten wir das Gesetz. Genau. Und das ist die Schlussfolgerung von dem, was Paulus im Gesetz schreibt. Und er sagt in Römer 13, seid niemand nichts schuldig, als dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen lieb hat, hat das Gesetz erfüllt. Das ist schon alles? Ja. Nee, das kann nicht sein, sagt der Rabbi. Dann strenge ich mich ja ganz umsonst an. Ich ziehe die ganze Zeit den Wagen in die Stadt und wieder zurück. Ich jage mit dem Pflug hier übers Feld. Und das soll hier nichts nützen? Das kann nicht sein. So schnell kommt ihr nicht in den Himmel. Doch, so schnell. Warum? Weil wir gar nicht mehr können. Der Mensch kann nicht mehr. Er dünkt sich mehr zu können, aber er kann nicht mehr. Warum? Weil wir vor Gott stehen. Nicht vom Bundespräsident. Nicht vorm Chef. Vor Gott. Vor dem Heiligen, wo die Sonne sich vorschämt. Mit dem haben wir zu tun. Ja, da können wir nicht mit. Seid niemand nicht schuldig, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Schön, oder? So einfach. Ja? Römer 13, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ja, weil das Gesetz Liebe, weil es Gottes Wesen, Gottes Gedanken sind. Denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle Gesetze werden in diesem Wort erfüllt. Also merkt ihr, das ist ein Gesetz der Freiheit. Ja, das ist gar kein Zwang. Wir sind damit hineingezogen worden durch Gott in Christus und er unterweist uns darin und schult uns darin. Und langsam wird dieses Wort Gottes für uns lebendig und besser verständlich und nachvollziehbar.
Okay, also was ist Wiedergeburt? Wie kann ich wissen, dass ich wiedergeboren bin? Wie kann ich Heilsgewissheit haben? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie kann ich denn meines Heils sicher sein? Ich habe schon mal gesagt, also das Heil, das liegt in Christus. Und wenn er gestorben und auferstanden ist, ist alles gut geworden für die Welt. Jemand hat mal gesagt, wenn ich in Gottes Willen bin, dann bin ich selig. Sogar wenn Gott sagen würde, geh in die Hölle, dann wäre ich in der Hölle selig. Weil es liegt nicht an dem Ort, wo ich bin, sondern es liegt daran, ob ich in Gottes Willen bin. Ja? Das heißt, Gott macht das ganz und gar abhängig davon, wie sein Wille und sein Wesen ist. Und wir sind frei gemacht von diesem Zwang des Gesetzes, weil wir gebunden sind in Christus. Ja? Und das Gesetz des Mose gilt nur auf Erden, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind dem Gesetz enthoben. Das Gesetz gilt für den alten Menschen, aber der ist eh mit Christus mitgestorben und wir sind mit Christus auferstanden. Das fühlen wir nicht, das sagt uns das Wort, das ist wahr und das glauben wir. Das sehen wir noch nicht, aber das wird kommen, das sagt uns das Wort, das glauben wir. Das ruft uns die Bibel zu, ja? In diese ganze Malaise, in der wir uns manchmal rein manövrieren. Sucht nichts in euch selber, ihr findet da nichts. Wenn ich mich frage, bete ich genug? Nein. Lese ich genug in der Bibel? Nein. Reicht meine Konfirmation, meine Taufe? Nein. Reicht meine Hingabe, mein Fasten? Ja, ich könnte ja noch mehr fasten. Ich könnte mich ja noch mehr hingeben. Man könnte noch mehr spenden. Man könnte noch mehr Geld investieren. Ja, versteht ihr, da ist die Grenze ja nach oben offen. Ich kann nie sicher sein, ob das, was ich selber leiste, ausreichend ist. Das kann ich nie, weil es gibt vielleicht noch jemand, der noch mehr tut. Das heißt, das Gesetz bringt nie Frieden. Wir haben aber jemand, der alles erfüllt und alles getan hat. Und das ist unser Frieden. Wir haben jemand, wo wir sicher sein können, Gott hat das erfüllt für uns. Gott hat seinen Anspruch gegenüber uns erfüllt in sich selber, in Christus. Ja? Also was Sichereres gibt es ja nicht mehr. Und da liegt auch der Friede. Wir bringen unser Herz damit zur Ruhe vor ihm, indem wir sagen, dass Gott alle Dinge weiß. Ja? Alles weiß von uns. Und er selber hat es auch gut gemacht. Und da ist Gewissheit des Heils. Und wenn man es noch konkreter sagen will, und noch kindlicher, da muss man sagen, Gott rettet uns einfach, weil er uns lieb hat. Und das ist vielleicht der nächste Kern. Das hat dann aber gar nichts mehr mit Studieren oder gedanklich nachvollziehen oder mit Erklären zu tun. Das hat nur noch damit zu tun, der einzige Grund, warum Gott uns rettet, ist, weil er uns lieb hat. Und ich finde das so schön, weil es so kindlich ist. Ja? Und nach den schweren Dingen, die wir jetzt da gewälzt haben, die ganzen Tage, und wir haben ja in alle Richtungen gedacht und überall Punkte verbunden, und ja, kommen wir zum Schluss, zu einem ganz einfachen Schluss: Gott hat uns lieb. Ja? Und die einen haben viel Manna gesammelt und die anderen hatten wenig Manna gesammelt, und als man abends gemessen hatte, hatten alle gleich viel. Ja? Alle kommen zum Punkt: Gott ist Liebe. Gott liebt uns. Alles ist gut geworden, weil er Liebe ist. Ja? Wenn das der Ausgang ist von allem Studieren, von aller Prophetie und allem Johannes 3 und ja, dann bin ich zufrieden. Ja? Und der Herr hoffentlich, na, bestimmt auch, ja? Weil das führt immer zu ihm und das geht von ihm und kommt von ihm und geht auch wieder zu ihm. Das ist immer, er ist der Hausherr. Ja? Dürfen wir nie vergessen. Okay. Gnade, Gnade ihm, ruft die Schrift, ja? Ihm zu. Er wird den Schlussstein setzen. Glück zu, sagt der Luther. Die Gnade sei mit ihm, wird zugerufen diesem ewigen Zehnmach, der den Schlussstein setzen wird. Er wird den Tempel bauen. Und hat den Tempel angefangen, weil er der Eckstein ist. Und er fügt den Tempel zusammen bis zum letzten Stein. Und da ruft die Schrift dem Christus Gottes zu: Glück zu. Ja? Heil dir, segen dir, geh den Weg, fang das Werk Gottes an, bring es zu Ende, bau diesen Tempel der Gemeinde Jesu. Ja? Und dann wird die Gemeinde Jesu irgendwann vollendet werden und da sein. Ein letzter Gedanke noch: Salomo hat den Tempel, als er den gebaut hat, in Fertigteilbauweise gebaut. Ja? Der hat den Tempel im Steinbruch fertig gemacht. Und dann waren alle Bauteile fertig und dann hat er den aufgebaut in Windeseile, ohne dass auch nur ein Hammerschlag gehört wurde. Da stand plötzlich dann der Tempel Salomos fertig.
Weil die Hammerschläge und die Klopferei, die waren alle im Steinbruch, war schon passiert. Ja? Der Tempel war plötzlich einfach da. Müsst mal nachlesen, ist ganz interessant. So geht es mit der Gemeinde Jesu. Im Moment wird noch geklopft und gehämmert. Ja? Aber eines Tages, wenn die Gemeinde aus den Gräbern gerissen wird und die, die übrig sind, lebendig entrückt werden, dann wird plötzlich der Tempel dastehen und fährt wie der salomonische Tempel. Glück zu, Glück zu. Ja? Schön. Den Segen, den wünsche ich euch auch, ja, von Herzen. Schön, dass ihr da gewesen seid, dass wir die Tage gehabt haben miteinander. Und wenn der Herr will, sehen wir uns auch wieder. Ich wünsche euch auch eine gute Heimfahrt, ja, dass ihr gut nach Hause kommt. Und einfach, dass dieses Wort Gottes noch ein bisschen sich bewegt in euren Herzen und euch das froh macht, weil die Freude im Herrn, die ist unsere Stärke. Ja? Amen.